Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, die Beauty-Expertin. Mein Name ist Anna-Franziska Müller-Hoffmann. Ich sitze hier mit einem ganz interessanten Menschen, Maximilian Mechler, Agenturbetreibender. Und er zeigt Beauty-Unternehmern, wie sie dann die Produkte ins richtige Licht rücken. Herzlich willkommen, Maximilian. Hallo Franziska, ich freue mich auf jeden Fall, bevor ich mich vielleicht nochmal persönlich ein wenig detaillierter vorstelle, möchte ich mich natürlich erstmal bedanken, dass ich auch hier sein darf in eurem Podcast. Und ja, wie du ja jetzt schon bereits gesagt hast, ich habe eine Agentur und wir zeigen auch Beauty-Unternehmen, wie sie die Produkte ins richtige Licht setzen und mit hochwertigeren Bildern und Videos halt eben auch mehr Umsatz generieren. War aber nicht immer so, weil ich habe damals alleine angefangen. Mittlerweile habe ich halt ein Team, was hinter mir steht und was mich dabei auch unterstützt. Und ja, mittlerweile darf ich auch glücklich sein, schon einige Unternehmen zu unterstützen. Und natürlich möchte ich weiterhin auch noch viel, viel mehr erreichen. Eine großartige Entwicklung, die wir natürlich auch sogar ich persönlich mit beobachtet habe. Wir kennen uns auch persönlich unter anderem, das muss hier mal gesagt sein an dieser Stelle. Und über diese Entwicklung, die du so abgeschlossen hast, möchten wir natürlich jetzt auch sprechen. Zum einen natürlich, ja, was würde es für dich zu investieren in dich selbst? Was würde es auch ein Premium-Service zu bieten, auch für deine Kunden natürlich? Und ab wann lohnt sich überhaupt eine Investition? Also sehr spannende Themen. Zum einen natürlich, vielleicht möchtest du uns mal verraten, was bietest du denn aktuell, du hast ja schon so einen kleinen Einblick gegeben, aktuell überhaupt so an? Also aktuell ist es so, dass wir wirklich uns mit den Firmen auseinandersetzen. Das heißt, wir bringen allgemein erstmal einen roten Faden mit rein, weil wir oft gemerkt haben, dass viele in dieser Branche, vielleicht habt ihr das auch gemerkt, einfach nie zu 100% einen roten Faden drin haben. So, und das Problem ist, der Endverbraucher oder der B2B-Kunde weiß zum Schluss halt nie, was jetzt vielleicht der Kunde direkt anbietet. Natürlich geht es hauptsächlich um Kosmetik, ja, das ist auch alles fein, aber dennoch hat ja jeder so seine Zielgruppe und genau das versuchen wir, oder was heißt versuchen, das lösen wir für die Beauty-Unternehmen, dass wir quasi da einen roten Faden reinbekommen. Liefern natürlich viele Bilder, viele Videos, alles nach Absprache, entweder für Social Media Content, für Printkampagnen, für irgendwelche Werbekampagnen, das passen wir halt immer mit an, aber sorgen halt eben auch dafür, dass quasi die Qualität nach außen hin gleichbleibend ist, beziehungsweise langfristig steigend, weil uns ist halt wirklich aufgefallen, dass manche Qualität posten, die hier steht, 2 Tage später ist die Qualität wieder hier, dann ist sie wieder hier und immer diese Schwankung. Und ich habe mich irgendwann gefragt, ist denn das Produkt vielleicht auch schwankend? Also das frage ich die Kunden auch oft so. Ist euer Produkt genauso schwankend wie euer Auftreten nach außen? So. Und ich glaube, viele Kunden realisieren das gar nicht von Anfang an, dass das überhaupt ein wichtiger Punkt ist. Ne? Das kann ist ich dir halt absolut recht geben. Also auch wir haben die Erfahrung gemacht tatsächlich, dass gerade dieses Thema Außenwirkung, Image extrem wichtig ist und dass bei vielen die Ergebnisse natürlich einfach auch schwankend sind und dadurch natürlich auch diese Frage, die du dir schon zu Recht gestellt hast, ja, ist das Produkt wirklich auch schwankend? Das ist bei Beauty-Unternehmern, egal ob es eine Beauty-Brand ist, ob es ein Kosmetikstudio ist, ob es ein Make-up-Artist ist, bei jedem Beauty-Unternehmer ist das tatsächlich die Frage der Fragen, wenn es um das Thema Image geht, ne? Ja, ja genau. Jetzt hast du uns auch schon von deinem Angebot erzählt so ein bisschen, hast uns da so einen kleinen Einblick gegeben. Wie kommst du denn überhaupt auf so ein Angebot oder wie entsteht so ein Angebot? Ich denke, das fragen sich viele, gerade wenn sie neu sind in der Branche, aber auch wenn sie irgendwann merken, dass ihr Angebot am Markt nicht mehr so zieht, also auch in der Skalierung, in diesem Gedanken in die Zukunft. Wie bist du damit umgegangen und wie bist du vor allen Dingen auch zu Anfang gestartet? Ja, natürlich am Anfang bin ich wahrscheinlich genauso gestartet wie die meisten da draußen mit einem Bauchladen, den sie vor sich her tragen, schleppen, kannst du nennen, wie du möchtest. Aber das Ding ist ja, du wirst im Endeffekt nur als Experte wahrgenommen, wenn du dich in einem Bereich spezialisierst. So, ich war nie von Anfang an der Experte im Beauty- und im Produktbereich, sondern wirklich mehrere Steps durchlaufen und habe irgendwann für mich selber festgestellt, okay,
dieser Bereich, den ich jetzt abdecke, was ich jetzt den Kunden biete, ist der Bereich, wo ich mich am kreativsten austoben kann und der mir am meisten Spaß macht. So, und deswegen mache ich persönlich halt nichts anderes mehr und habe mir dann halt eben überlegt, okay, wie kann ich denn Kunden erreichen? Was machen denn meine Konkurrenz oder was macht denn die Konkurrenz? Ja, anders als ich, beziehungsweise was kann ich anders machen als die Konkurrenz? So, so dass man einfach nochmal so wie ein Eyecatcher ist vom Auftreten her. Weil im Endeffekt gibt es 10 Agenturen oder 10 Fotografen und zum Schluss ja, hat vielleicht der Kunde 10 Angebote auf dem Tisch liegen und dann kann der Kunde doch gar nicht entscheiden. Der sieht nur die Leistung und die Preise, aber alles andere kann der ja gar nicht definieren. So, und deswegen gehört für mich halt zum Angebot halt mehr dazu, als nur einen Zettel zu nehmen und zu sagen, hier, das ist unsere Leistung. So, na, es fängt ja schon mit der Beratung an, bis hin, was braucht der Kunde denn wirklich? Oftmals weiß der Kunde ja selber nicht, was er braucht. Und dafür bin ich ja da als Experte, um zu sagen, okay, das ist der nächste Step. Ich verkaufe auch nur den ersten Step und nicht den zweiten Step, weil es mir nichts bringt, einen zweiten Step an den Mann zu bringen, ohne den ersten Step getätigt zu haben, beziehungsweise er kann vielleicht gar nicht umsetzen. So, und ich glaube, das wissen auch meine Kunden zu schätzen bei mir persönlich. Und deswegen sind die auch bei mir, weil die wissen, dass es bei mir um deren Zukunft geht. Also mir geht es wirklich darum, andere Menschen oder Unternehmen, im Endeffekt hinter jedem Unternehmen stehen Menschen, erfolgreicher zu machen. Wenn ich andere erfolgreich mache, mache ich mich automatisch auch erfolgreich. So, und deswegen ist das halt auch mein innerer Ansporn. Wow, das waren jetzt wirklich richtig viele Aspekte zum Thema, wie finde ich ein Angebot? Natürlich auch, was du zum einen gesagt hast, einmal diese Findung eines Angebotes. Was macht überhaupt Sinn, ja, sich da nicht zu verkünsteln? Das hast du so ein bisschen auch deutlich gemacht. Da auch wirklich den Fokus zu behalten, sich zu überlegen, okay, was braucht die Welt da draußen überhaupt noch? Und vor allen Dingen, was kann ich trotzdem der Konkurrenz auch noch tatsächlich besser machen, verbessern, besser an den Mann bringen, besser vermarkten? Wo kann ich da einfach auch den Menschen da draußen helfen? Also auch ne, in dem Fall die Selbstfindung, die Findung eines Angebotes. Du hast aber auch etwas sehr Spannendes gesagt. Einmal zum Thema auch nochmal Konkurrenz. Zielgruppe. Du hast dich ja ganz genau damit beschäftigt, wie kann ich mich spezialisieren? Und da haben natürlich viele auch Angst vor dieser Spezialisierung. Ist dir vielleicht auch aufgefallen, gerade wenn du mit vielen in deiner Branche geredet hast, ja, spezialisieren, wir sind alles Künstler, wir sind kreativ, wir wollen alles anbieten, um möglichst viele Menschen ansprechen zu können. Das ist bestimmt auch so eine Sache, die du sehr oft gehört hast, oder? Ja, definitiv. Das Ding ist, ich glaube, die Menschen haben einfach Angst, sich zu spezialisieren, weil ich versuche das mal jetzt aus der Sicht von den Menschen zu sehen, weil die sehen ja jetzt vielleicht hier eine Zielgruppe, hier eine Zielgruppe, hier eine Zielgruppe, hier eine Zielgruppe und können ja aus jeder Zielgruppe halt irgendwo Geld schöpfen. Ja, und wenn die sich halt jetzt spezialisieren, kann es mir nur so denken, dass die halt sagen, okay, ich habe hier jetzt nur noch eine Zielgruppe, die mich finanziell irgendwie über die Runden bringen kann. So, aber das Ding ist, je mehr man sich darauf spezialisiert, umso mehr wird man ja in der Branche auch wahrgenommen. So, ja, man braucht jetzt nicht 3.000-4.000 potenzielle Kunden, sondern man braucht halt eine kleine Nische, aber muss da halt wirklich als Experte auftreten und sagen, okay, das kann ich euch, ihr habt das Problem und ich habe die Lösung. So, das ist eigentlich so der Hauptkern zu dem, warum ich mich damit auseinandergesetzt habe. Ich hoffe, alle hier haben ihren Zettel und Stift dabei, denn da waren es wirklich wesentliche Inhalte mit dabei, super viel Input. Jetzt noch mal eine weitere Frage bei deinem Angebot. Was war dir denn von Anfang an oder auch im späteren Zeitpunkt unglaublich wichtig bei deinem Angebot, aber auch generell bei deiner Leistung? Na, wichtig war erstmal, dass ich innerhalb von einem Satz meinen Kunden erklären kann, was ich tätige. Weil mir ist aufgefallen, es gibt, ihr unterhaltet euch auch mit Unternehmern oder mit anderen Menschen. Und mir ist persönlich aufgefallen, wenn du die fragst, hey, was machst du denn? Die erzählen einfach eine riesen Geschichte drumherum, so 5-10 Minuten, um auf den Punkt zu kommen.
Und ich denke mir so, ich habe keine Zeit dafür, wenn ich irgendwo mich vorstelle oder irgendwo auf dem Event mal wieder bin, wenn das wieder geht oder jetzt wieder regelmäßiger wird, dann will ich einfach innerhalb von einem Satz oder anderthalb Sätzen jemanden erklären, was ich mache, schaue, ob da überhaupt was entstehen kann. Und wenn nicht, kann ich ja immer noch entscheiden, okay, wie beende ich das Gespräch oder interessiert mich vielleicht seine Dienstleistung oder, oder. Und das ist halt ein wichtiger Punkt noch. Die Kunden wissen oftmals gar nicht, was du genau anbietest, wenn du kein direktes Angebot für dich definierst. Wenn du jetzt nur sagst, also in meinem Fall, ich mache schöne Bilder, juckt keinen, weil keiner braucht schöne Bilder. Das ist nicht der Schmerz von den Kunden. So. Okay. Und genau das muss man halt eben im Endeffekt den Leuten einfach klar machen. Okay, also ist es für dich, war wirklich so ein Schlüssel auch in der Selbstständigkeit, eine klare Kommunikation deines Angebotes gegenüber, also transparent zu sein. Ja, definitiv, weil transparent, also ich bin ein Freund von Nachhaltigkeit, da sage ich auch meinen Kunden, wenn wir die monatlich betreuen, ich möchte Nachhaltigkeit und das erreiche ich nur durch Qualität und Vertrauen. So, die Qualität kann man sehen anhand unserer Webseite, anhand anderen Dingen, aber das Vertrauen muss man halt eben ja erschaffen oder bekommen. So, und das bringt dann die Zeit und die Erfahrung vor allem mit. Aber zum Schluss hat man dann eine nachhaltige Zusammenarbeit und zum Schluss möchte jeder Kunde, egal ob von euch oder von meiner Seite aus, möchte einen Dienstleister an der Hand haben, wo sie sich zu 100% drauf verlassen können. Ja. So. Ja, jeder hat mal so seinen Struggle, jeder hat mal so seine Schwierigkeiten, aber zum Schluss bist du eine Erleichterung für deinen Kunden. Nicht, dass, also ich habe auch viele Kunden, die zu mir kommen und sagen, ja, wir haben schlechte Erfahrungen gemacht und wir mussten hinterherrennen und wir mussten dies, das, jenes machen. Und ich denke mir so, ja, okay, ist bei mir aber anders. So. Und genau das ist halt eben auch nochmal ein Aspekt, was ich den Kunden mitbringe. Absolut. Du hattest ja ganz zu Anfang auch schon so ein bisschen die Probleme der Beauty-Branche angesprochen, hattest du auch schon auf so ein paar positive sowie negative Aspekte hingedeutet. Möchtest du vielleicht nochmal so ein bisschen erklären, was dir in der Beauty-Branche auch in deiner gesamten Laufbahn jetzt eigentlich so aufgefallen ist? Ja, mir persönlich ist halt natürlich aufgefallen, dass viele jetzt erst durch diese ganze Wirtschaftskrise, ich nenne es jetzt einfach mal so, gemerkt haben, dass Digitalisierung anscheinend doch ein sehr wichtiges Thema ist. Das Ding ist einfach nur, vorher wurde es, keine Ahnung, nicht wirklich wahrgenommen, weil man konnte ja offline in den Laden gehen oder man konnte ja irgendwo schon die Marken sehen, in dem Fall. Aber durch die aktuelle Situation ist jedem bewusst geworden, wie wichtig das doch ist. Und jetzt haben sie sich auch alle mit der Digitalisierung auseinandergesetzt. Und das ist halt auch ein Punkt, wo man halt auch wirklich viele Unternehmen unterstützen kann. Weil viele einfach, man muss ja auch mal davon ausgehen, dass es viele Branchen schon seit 50, 100 Jahren gibt. Da sind Geschäftsführer drin, die sind halt schon 80 oder 70. Ja, die kennen vielleicht die Digitalisierung gar nicht. Die wissen, dass es vielleicht wichtig ist, aber die wissen gar nicht, wie man es umsetzt. Oder haben vielleicht nicht das ausgebildete Team. Ja, es ist alles schon vorhanden gewesen. Und deswegen ist da halt jetzt meine Aufgabe, da mal ein bisschen aufzuräumen sozusagen und zu sagen, ey Mensch, das und das kann man halt eben machen. Ja, das ist mir halt aktuell sehr, sehr bewusst aufgefallen in der Beauty-Branche, dass da halt wirklich viele diesen Auftritt einfach vernachlässigen. Oder viele sagen, okay, ich kaufe mir halt keinen Fotografen oder keine Agentur, die mich begleitet, sondern ich arbeite mit Stockbildern. Aber das hat wiederum nichts mit Premium zu tun, weil Stockbilder kann sich halt jeder für ein paar Euro kaufen. Aber dann sieht man halt auch nur aus wie jeder weitere. Ja, meine Worte, wenn es ums Thema Image geht, dann siehst du halt auch nur so aus wie jeder. Ja, ja. Absolut. Du hattest vorher noch einen Punkt genannt, der mich sehr interessiert, und zwar die Konkurrenz. Also du hast ja gesagt, es gibt viele Fotografen, es gibt viele in der Beauty-Branche, die Dienstleister oder Agenturen sind. Wie gehst du denn zum Beispiel mit dem Thema Konkurrenz, vor allen Dingen aber mit dem Thema Preisbattle um, wenn es jetzt um deinen Service geht? Für mich gibt es kein Preisbattle. Ich finde auch dieser Battle allgemein zwischen den Beauty- oder allgemeinen Fotografen sehr, sehr extrem, weil
einige Fotografen da draußen besser Bescheid wissen anscheinend, was jemand nehmen kann und was nicht. Aber die Frage ist ja auch, was ist dein Auftritt? Ja, willst du hochpreisig sein und bestimmte Kunden anziehen oder möchtest du halt im niedrigeren Preis tätig sein? Ich finde, genau das sind auch noch mal zwei verschiedene Zielgruppen. Ja, also es gibt ja auch hochpreisige Kosmetik und niedrigpreisige und die muss man halt auch unterschiedlich einfach nehmen, ja, weil die eine ganz andere Philosophie dahinter haben. Das ist mir halt eben wirklich aufgefallen, aber ansonsten halte ich nicht viel von diesem Battle, weil ich persönlich weiß, was meine Leistung wert ist und ich weiß halt eben auch, was der Kunde als Mehrwert hat. Und wenn mir das jetzt sogar schon andere Kunden mir persönlich sagen oder als Feedback geben, dann weiß ich, dass ich alles richtig gemacht habe. So, und wenn der Kunde dann mehr Umsatz generiert oder einen hochwertigeren Auftritt hat, dann weiß ich, dass es langfristig zu mehr Erfolg zielt. Und das hat halt eben Summe XY halt den Wert. So, und das ist halt eben der Punkt. Aber wenn es jetzt Leute gibt, die sagen, hey Mensch, wir machen das für, keine Ahnung, ich schmeiße jetzt einfach mal eine Zahl hier in den Raum, so für 500 Euro mache ich dir alles im Monat. Ja, ja, kann er machen, aber der hat nicht ein Team hinter sich, der hat auch nicht den Service, ja, der ist vielleicht nur eine One-Man-Show und dann kann der ja auch gar nicht diese Leistung erbringen, die wir zum Beispiel erbringen. Aber ich würde auch nie schlecht über diesen Menschen reden, weil er steht ja aus einem gewissen Grund da, ob das jetzt die Unwissenheit ist oder ob er sich da wohlfühlt. Das sind zwei verschiedene Bausteine. Deswegen gibt es für mich halt eben auch kein Battle. Mir ist im Endeffekt auch egal, was die Konkurrenz macht, weil ich mich halt eben auf mich und beziehungsweise auf die Kunden fokussiere. Und dann sollte auch jeder, der sich oder jeder, der bewusst Unternehmer ist oder selbstständig ist, sollte sich halt eben mehr auf die Kunden konzentrieren, anstatt irgendwo über andere zu lästern oder schlecht zu machen oder whatever. So. Ja. Also da wären wir wieder beim anderen Thema mit Fokus. Fokussierst du dich auf die Konkurrenz oder fokussierst du dich auf deine Kunden? Ja, sehr, 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 sehr wichtig, auch das nochmal zu sagen hier. Wo liegt dein Fokus? Auf wen konzentrierst du dich? Vor allen Dingen aber auch, wo möchtest du natürlich in Zukunft stehen? Und du hast ja auch eine ganz bewusste Entscheidung für deinen Bereich, für dein Preissegment, für deine Leistung, für deinen Fokus getroffen. Und der Erfolg, den du hast, der gibt dir natürlich recht. Ja. Ja. Genau. Jetzt nochmal Folgendes. Und zwar, du hast ja auch über diese heutige Zeit gesprochen. Das war ganz bewusst im Zusammenhang mit der Digitalisierung. Die heutige Zeit durch die Wirtschaftskrise noch verstärkt, der Weg in die Digitalisierung. Was meinst du denn? Hat sich denn einfach in der heutigen Zeit noch mal verändert? Und vor allen Dingen, welche Probleme fallen dir extrem auf in den Gesprächen mit potenziellen Kunden, auch Interessenten? Auf jeden Fall eine spannende Frage. Ich glaube, da könnte ich auch schon wieder sehr, sehr weit ausholen. Aber was natürlich sehr oft vorkommt, ist der Satz, ja, das haben wir jetzt schon 25 Jahre so gemacht und das bleibt so. Ja, das Ding ist ja, auch ich merke, weil ich bin ja noch relativ jung und wenn ich dann mit einer älteren Person einfach spreche, ja, dann habe ich auch oft das Gefühl, ja, du bist ja noch ein Jungspund und hast ja noch gar nicht die Erfahrung wie ich, weil ich bin ja schon 25 Jahre auf dem Markt. Hey, no front, ihr könnt alle auch 50 Jahre auf dem Markt sein. Aber das Ding ist, Erfahrung hat ja nichts damit zu tun, wie lange man im Geschäft ist, sondern wie oft man irgendwelche Fehler macht oder wie oft man irgendwelche Gespräche führt oder irgendwas verbessert. Wie oft ich was fotografiert habe, wie oft ich da, du weißt, worauf ich hinaus will. Ja. Und das ist die Erfahrung. Ja, so, Erfahrung ist einfach nur Disziplin von dem, was man macht und dann kriegt man halt eben auch die Erfahrung. Und wenn ich am Tag mehr schaffe als jemand anderes, dann kann ich halt auch in kurzer Zeit mehr Erfahrung sammeln als derjenige, der schon 30 Jahre auf dem Markt ist. So, schwierig ist es natürlich, solche Menschen dann aus der Blase rauszuholen, aber auch da gibt es halt Kniffe, wie man das macht, weil zum Schluss sehe ich mich ja nicht persönlich angegriffen, sondern er sieht das vielleicht aus seiner Sicht, was ja auch 30, 40 Jahre geklappt hat.
Aber ich bin halt jemand und gucke aus einer ganz anderen Perspektive. Und das muss man einfach auch den Kunden versuchen nahezubringen oder näher zu bringen. Natürlich gibt es immer Kunden, die sagen, nee, ich bin stur, ich bleibe dabei. Aber dann werden die halt eben auch nicht sich entwickeln oder mehr Umsatz generieren. Ja, so. Und genau das sind halt eben diese Punkte. Aber das sind auch, glaube ich, so die zwei schwierigsten Punkte, die ich bis jetzt irgendwo miterlebt habe. Dieses Thema Erfahrungen sammeln ist ein relativ komplexes Thema, ja. Besonders weil viele davon ausgehen, dass Erfahrung einen direkt erfolgreich macht, wobei man ja wenigstens in den wenigsten Fällen auch den Background dazu sieht, dass natürlich Erfahrungen aus Scheitern letztendlich entstehen und Scheitern natürlich auch zum Erfolg darauf natürlich auch dazugehört. Das heißt, die positiven Seiten des Erfolges merken wir auch ganz oft, die will natürlich jeder. Jeder will erfolgreich sein, jeder will Geld, jeder will vielleicht Verantwortung, jeder will wachsen. Die wenigsten sehen aber darin auch den Schmerz und vor allen Dingen auch natürlich diesen einen Aspekt des Scheiterns, um eine gewisse Erfahrung überhaupt zu erlangen, um überhaupt Experte auf einem Gebiet sein zu können. Jetzt aber nochmal auf dieses Erfolgsthema hin. Du hast gesagt, dein Erfolg macht etwas ganz Spezielles aus. Was macht denn dein Erfolg überhaupt so aus, wie er jetzt gerade ist? Und vor allen Dingen, wie sieht es in der Zukunft bei dir aus? Also ich würde meinen Erfolg jetzt so definieren, dass ich habe mich einfach getrennt von der Sicht mein Erfolg, weil ich habe es ja vorhin schon erwähnt, ich sehe und auch mein innerer Antrieb ist nicht das Finanzielle, sondern mein innerer Antrieb ist wirklich der Erfolg und der Umsatz von anderen Unternehmen. Und wenn man das wirklich von Herzen möchte, das heißt, ich möchte jetzt jemandem helfen und ich weiß, dass ich den dazu erfolgreicher mache, dann hast du A, den inneren Antrieb und B, kommt das Finanzielle, also dein Erfolg, dann auch alleine, weil die Kunden checken das. Die Kunden merken das, ob du jetzt Summe X, Y haben möchtest oder ob du wirklich helfen willst. So. Und ich habe das Gefühl, dass viele da draußen entweder die Leute nicht richtig beraten oder einfach nur das auf das Finanzielle aus sind, damit sie wieder über die Runden kommen. Ja, natürlich gibt es mal gute und mal negative oder gute und schlechtere Monate. Ja, das ist, glaube ich, bei jedem Unternehmer da draußen so. Aber prinzipiell sollte man auch da diesen Fokus wieder auf den Erfolg oder auf den Umsatz von deinem Angebot legen. Mein Angebot ist es halt jetzt, andere erfolgreich zu machen, aber für jemand anderes vielleicht was anderes. So. Und das sollte halt eben auch der innere Antrieb sein, weil ich habe irgendwann gesagt, okay, ich will mal so und so viele Monate verdienen. Dann war ich da drüber und dachte mir so, super, jetzt habe ich ja gar keinen Ansporn. Also was ist jetzt mein Fokus? Warum stehe ich jetzt früh auf? Ich habe es geschafft, so. Bis ich dann irgendwann gesagt habe, okay, aber Max, es geht ja gar nicht um dich. So, du bist ja nur ein kleiner Teil von dem Unternehmen, auch wenn es extern ist, ja, aber du gehörst zu dem Unternehmen dazu und hast eine Dienstleistung, die brauchen, weil du einfach die Probleme von denen lösen kannst. Und das war halt wirklich, oder so würde ich jetzt den Erfolg definieren. Und der Erfolg kam natürlich durch Disziplin, ja, durch Disziplin. Und ich glaube, da draußen gibt es auch einige, die nicht so diszipliniert sind, weil selbst ich musste da feststellen, dass es Tage gibt, wo man einfach die Disziplin durchzieht, egal ob man Bock hat oder nicht. Es gibt immer Tage, wo man Lust hat oder nicht. Und ich glaube, das unterscheidet dann halt eben auch die Leute, die erfolgreicher werden oder halt eben nicht erfolgreich sind. Oder die dann sagen, hey, also egal ob als Selbstständiger oder als Unternehmer, hey, heute sind es 30 Grad, ich gehe jetzt mal ab, keine Ahnung, ab 12 Uhr gehe ich an den See und sonne mich. So, gibt's nicht. Nee. Ja, weil ich einfach weiß, was ich möchte und wo ich hin möchte. Du hattest jetzt schon einmal in den Mittelpunkt gestellt, dass dieses Thema Beratung für dich sehr, sehr wichtig ist. Ich denke, das ist natürlich unter anderen Aspekten ein Punkt, der dich von anderen Anbietern unterscheidet, dass du eben sehr zielgruppenorientiert bist, also sehr kundengerecht agierst, eben auch durch deine Beratung. Hast du denn noch ein paar weitere Punkte für mich, die dich sonst auch von anderen Anbietern unterscheiden? Natürlich der ganze Service drumherum, weil wir ja im Endeffekt verschiedene
Steps haben, wie wir mit Kunden umgehen. Zum einen ist natürlich die Beratung dabei, zum anderen haben wir halt eben auch einen anderen Support, wie wir das Ganze oder wie wir die Kunden einfach betreuen. Ja, haben das natürlich auch nochmal in verschiedenen Steps oder Steps aufgeteilt. Und auf der anderen Seite kann uns der Kunde halt eben auch über WhatsApp-Gruppen zum Beispiel jederzeit erreichen. Natürlich 24 Uhr, dass man da eine Antwort bekommt, muss man einfach schauen. Aber auch es gab auch schon Kunden, mit denen ich früh um 2 telefoniert habe, weil am nächsten Tag eine Produktion fertig sein musste. So, aber das gehört halt eben zu meiner Dienstleistung dazu oder zu meinem Service dazu. Wenn ich sage, ich halte die Deadline ein, dann halte ich auch die Deadline ein, sobald das natürlich von meiner Seite aus möglich ist. Ja, wenn es jetzt natürlich wegen irgendwelchen Lieferschwierigkeiten oder kommt, dann natürlich nicht. Aber ich sehe halt das Ganze drumherum, weil ich festgestellt habe, dass viele einfach nur sich Fotografen nennen, dann geht man dahin und dann sagen die, ja, man macht das so und so, aber die meisten beschäftigen sich gar nicht mit den Kunden intensiv. Und wie soll ich jemanden beraten oder wie soll ich Bilder für irgendjemanden machen, wenn ich gar kein Hintergrundwissen habe von der Firma? Was ist die Philosophie? Was wollen die erreichen? Welche Zielgruppe haben die? Und. Da gibt es so viele Faktoren, da könnte man hier noch 3 Stunden wahrscheinlich reden, was mir halt eben wirklich aufgefallen ist in der letzten Zeit. Okay. Würdest du deinen Service generell als Premium-Service bezeichnen? Ja, das definitiv. Weil ich mich ja jetzt A, vom Service abhebe und natürlich auch vom Preislichen abhebe. Aber auch dafür habe ich halt eben meine Zielgruppe. Was oder wie würdest du denn genau diesen Premium-Service definieren, wenn man dich jetzt fragen würde, Maximilian, jetzt mal ganz ehrlich, was ist Premium? Was bedeutet es, Premium-Kunde auch zu sein bei dir? Schneller die Ergebnisse zu erreichen. Ja, also ich kann das jetzt auch mit einem Mercedes und mit einem Fiat Panda vergleichen. Ja, beide, okay. Beide bringen dich aber zum gleichen Ziel. So, mal unabhängig davon, dass du vielleicht mit einem Mercedes schneller fahren kannst. Aber beim Fiat hast du halt eben nicht die Leistung, du hast nicht dieses drumherum, dass du dich gemütlich reinsetzt und gemütlich dahin fährst, wie beim Mercedes zum Beispiel. Und genau so kann man das im Endeffekt auch mit meinem Service sehen. A, weiß ich mittlerweile durch die Erfahrung, was funktioniert und was nicht funktioniert. Wir erreichen halt dadurch auch schneller die Umsätze, beziehungsweise auch schneller kommen wir zu den Resultaten. Ja? Und genau das macht halt eben zum Schluss den Premium aus. Okay, verstehe. Wie ist es denn generell so bei dir? Unter welchem Grund kommen denn Kunden zu dir und sagen so, also jetzt bin ich bereit zu investieren? Was ist da ausschlaggebend bei dir? Was hast du auch in den Gesprächen so ein bisschen herausgefunden oder was hörst du auch immer wieder? Da gibt es auch Dinge, die während der Zusammenarbeit entstehen, wo du merkst, so da liegt wirklich jetzt der Fokus, die Konzentration des Kunden drauf. Was führen diese Kunden an? Also natürlich, dass wir auch eine ausgefallen oder doch einen schickeren, ausgefalleneren Stil haben. Natürlich auch das Auftreten nach hinten, das wird bis jetzt, wurde das von jeder Firma gelobt, wie wir halt eben uns auch auf oder wie wir uns verkaufen, wie wir auftreten, was wir halt eben anbieten als Service. Und ja, was, da weiß ich jetzt nicht genau, wie ich das genau definieren soll. Also okay. es gibt verschiedene Punkte, sagen wir es mal so. Also auf der einen Seite kommen sie, weil sie mit 300 Agenturen schon gefühlt Fehler gemacht haben, was ich denen halt vorab schon gesagt habe oder was mein Team denen vorab schon erzählt hat. Auf der anderen Seite wollen sie halt eben mal ausgefallenere Bilder. Das kommt halt immer darauf an, wie man, also da gibt es verschiedene Punkte, warum die Leute halt wirklich ankommen. Ja, was natürlich mir auch aufgefallen ist, weil viele dann auch immer sagen, ja, wir können uns ja auch selber jemanden anstellen. Ja, könnt ihr machen, aber dann habt ihr ja trotzdem nicht die Leistung für den Preis und vor allem müsst ihr die Person, die auch erstmal angestellt ist, auch erstmal reinfuchsen. Die muss ja auch wirklich alles alleine machen. Das sind halt eben auch solche Punkte, die dann merken, hey Mensch, stimmt, mit einer weiteren Person im Unternehmen kann ich gar nicht so schnell wachsen, wie wenn ich mir externe Hilfe hole. Das sind halt jetzt so die 3 Faktoren, die mir jetzt so einfallen, warum man das oder warum die Leute zu uns kommen.
Ja, es waren ja schon mal drei wichtige Faktoren. Einmal natürlich das Wort Geld ist gefallen, Investment, also wirklich auch bewusst zu sein, ich bezahle für etwas und erwarte mir davon etwas. Du hast einmal auch genannt, schlechte Erfahrungen, die viele gemacht haben, also Fehlinvestitionen, die viele getätigt haben. Und du hast natürlich einmal auch die Erwartungen genannt. Also das steht da also so ein bisschen beim Kunden natürlich auch im Vergleich. Einmal natürlich rückwirkend, was ist in der Vergangenheit passiert, was wird passieren und was wird in der Zukunft passieren und was passiert auch gerade jetzt im Hier und Jetzt. Und ich denke, das sind so drei Dinge, die wirklich sehr, sehr ausschlaggebend dafür ist, wie ein Kunde letztendlich auch agiert, wie entscheidungsfreudig er ist, welche Investitionssummen er bereit ist zu investieren und vor allen Dingen auch, du hattest ganz zu Anfang dieses Wort Vertrauen genannt. Und ich glaube, das macht auch einen Premium-Anbieter aus. Das merken wir auch immer wieder in den Beratungen, dass dieses kleine Wort Vertrauen, kann ich jemandem vertrauen? Ist jemand wirklich auch bereit, mit mir zu sprechen, mich zu sehen, mich wahrzunehmen, letztendlich auch einen Premium-Anbieter ausmacht, ne? Ja, das auf jeden Fall, weil schau, wenn wir betreuen die Firmen wirklich monatlich. Mhm. Und da ist mir auch persönlich aufgefallen, dass die im ersten Monat, im zweiten Monat vielleicht noch ein wenig wirklich intensiv Bescheid wissen. Okay, was machen wir? Bei welchen Steps sind wir? Wie sehen die Bilder aus? Und wie ist vor allem das Konzept vorgearbeitet? Mhm. Aber spätestens beim dritten Monat, dann schicken die uns Pakete und sagen hier, wir schicken dir Pakete zu in die Agentur und ciao, mach einfach, wir brauchen die Bilder bis dato, fertig. Mhm. So. Und da denke ich mir so, krass, der Kunde vertraut mir einfach zu 100%, weil er weiß, er hat die letzten Lieferungen pünktlich bekommen, er hat die letzten Lieferungen so bekommen, wie er sich so vorgestellt hat, oder wir haben ihn sogar noch übertroffen, alles schon vorgekommen, und das ist halt ein schönes Gefühl, wenn ein Kunde sagt, hey Mensch, die Bilder, ich feiere die, oder das Video kam mega gut an, es hat so und so viele Klicks erreicht. Das sind alles solche Informationen, die mich einfach glücklich machen, wo ich weiß, okay, meine Arbeit, meine Dienstleistung wird geschätzt und vor allem bringt sie den Kunden was. Ja, das ist mal letztendlich ist, zufriedene Kunden sind eigentlich der eigene Erfolg, ne? Ja. So, jetzt nochmal eine Frage auf dieses Social-Media-Thema. Du hast ja auch nochmal Digitalisierung gesagt, das sind einfach wichtige Themen. Wie wichtig ist denn die Entwicklung von Social Media in der Beauty-Branche oder wie siehst du vor allem diese Entwicklung in der Beauty-Branche an? Also auf jeden Fall ist das ein sehr, sehr wichtiges Thema. Mhm. Ich würde aber als Beauty-Unternehmer, egal ob man wie bei euch jetzt Kosmetikerin hat, weil da gibt es auch schon viele, die Produkte an sich haben, Social Media ist ein wichtiges Thema. Ich finde aber nicht, dass es zu 100% alles ist. Es gibt auch sehr, sehr viele Offline-Strategien, die wir auch den Kunden zum Beispiel nahelegen, wie man einfach auch die Produkte noch anderweitig vermarkten kann. Ja? Und gerade auch mit diesen Offline-Strategien hebt man sich schon extrem von der Konkurrenz ab, weil die meisten das halt eben nicht machen. Und wenn ich jetzt zurück auf dieses Social-Media-Thema gehe, dann ist es natürlich wichtig, wenn man dort vertreten ist, was postet man, wie postet man, mhm. wie geht man auf die Zielgruppe mit ein, mhm. und vor allem das Ausschlaggebende ist natürlich wieder Bildmaterial und Videomaterial, was natürlich wiederum auch zum Text passen muss und zu der Zielgruppe passen muss. Ja. So. Weil es gibt natürlich auch in gewissen Punkten oder Aspekten, wo der Text wichtiger ist als das Bild. Aber dadurch, dass es Social Media sehr, sehr schnelllebig ist, ist es natürlich umso wichtiger, dass man Bilder hat, wo man einfach beim Scrollen stehen bleibt oder ein Video hat. Und dann liest man ja auch in der Regel erst den Text. Ja, auf jeden Fall. Siehst du denn auch in diesem Social-Media-Thema Gefahren für Beauty-Brands, Kosmetikstudios, andere Beauty-Unternehmer? Gibt es da irgendwelche Punkte, sagst du, also da lauert tatsächlich schon auch jetzt das ein oder andere Fettnäpfchen, wo man halt ganz böse mal reinstiefeln kann? Naja, viele gehen halt eben auf Masse, mhm. Statt Qualität, also lieber Quantität als Qualität. Und ich würde halt lieber weniger posten, aber bewusst posten. Mhm. Und ja, ich glaube, dann halt gibt es auch noch viele, die auf diesen
Influencer-Marketing-Strategien mit reingehen, was man auch nebenbei machen kann, wenn man eine gewisse Größe hat, aber ich würde damit nicht primär an erster Stelle rausgehen. So, weil dann ist man abhängig von Person XY. Mhm. Ja. Und dann muss man auch gucken, okay, was hat die oder der Influencer allgemein für einen Ruf? Für was steht die Person? Weil die vertritt die Firma von dir. Deswegen bin ich persönlich der Meinung, ich würde am Anfang erstmal dafür sorgen, dass ich nach außen hin einen hochwertigen Auftritt habe, dass da auch schon die Produkte Emotionen wecken bei den Kunden, egal ob das jetzt eine Dienstleistung ist als Kosmetikerin oder ob das jetzt ein Kosmetikprodukt ist. Mhm. Aber wie kauft man heutzutage oder wie weckt man Reaktionen durch Emotionen? So, ja. Und das ist halt nochmal ein wichtiger Punkt. Und ich glaube, das ist halt wirklich die Gefahr, die ich sehe, was viele einfach unterschätzen. Hm, verstehe, okay. Da war jetzt einiges mit dabei. Also ich hoffe, da haben Sie jetzt einige mitgeschrieben. Jetzt, Maximilian, würde ich dich ganz gerne noch mal ein paar Fragen zu deiner persönlichen Entwicklung stellen. Da haben jetzt einige, sind bestimmt ganz neugierig drauf. Mensch, also wie hat er das geschafft, dass er heute dasteht, wo er steht? Wie hat er das gemacht? Worauf kommt es an? Jetzt noch mal eine Frage, wirklich eher persönlicher Natur. Welche Eigenschaften, denkst du, braucht man überhaupt, selbstständig so erfolgreich sein zu können, wie zum Beispiel jetzt du? Im Endeffekt ist eigentlich die Geheimwaffe Disziplin. Mhm. So. Zu verzichten auf Dinge, wo du weißt, dass deine Freunde vielleicht oder dein altes Umfeld, weil das ändert sich ja dann auch, einfach, keine Ahnung, es gab so viele Momente, wo mich Leute gefragt haben, hey Mensch, willst du da mal Party machen oder wollen wir uns da mal hinchillen? Oder du lernst irgendwelche, in dem Fall bei mir, Frauen kennen oder sowas, aber du musst halt eine klare Grenze ziehen. Ja? Mhm. Du musst sagen, okay, ich kann mir jetzt vielleicht nicht jedes Wochenende leisten, feiern zu gehen. Ich kann nicht Freitag was trinken, Samstag einen Kater haben, Sonntag weiß ich nicht, einigermaßen wieder klarkommen aufs Leben und Montag gehe ich wieder in den Alltag. So, nein, wenn du wirklich schnell was erreichen willst, dann musst du halt die Disziplin haben, das auch wirklich durchzuziehen und vor allem halt eben auch auf andere Dinge zu verzichten. Mhm. Mir ist halt wirklich aufgefallen, jetzt unabhängig von meinem Unternehmen, aber mir ist aufgefallen, wenn ich mich mit Leuten unterhalte, gibt es die Leute, die rumjammern. Oder es gibt halt die Leute, die sagen, geil, ich bin noch nicht an dem Punkt, wo ich hin will, aber ich mache das, das, das und das und es wird immer besser. Und da muss man sich halt eben unterscheiden. Und dann muss man halt wirklich auch aus dieser Komfortzone rauskommen. Man braucht auch diesen Schmerz. Ja, jeder kennt das, wenn man in einer unwohlen Situation ist, die man noch nicht kennt. Das nennt man dann aus dieser Komfortzone rausgehen. Mhm. Und das ist aber der Bereich, wo man am meisten wächst. Alles andere, du wirst nie erfolgreich werden in deiner Komfortzone, weil sonst wärst du ja schon erfolgreich, aber du kannst ja nicht dort wachsen, wo du dich am wohlsten fühlst. Ja. So, und das sind halt, ich glaube, das hat mich auch so extrem unterschieden von den ganzen anderen Menschen, dass ich da halt eben drauf verzichtet habe. Saß halt auch mal bis 23, also es gab lange Zeiten, wo ich bis 23 Uhr im Studio war und gearbeitet habe, bin nachts heim, früh um 6 oder um 7 war ich dann wieder im Studio und das hatte ich dann halt auch mal 1 bis 2 Jahre komplett durchgezogen. Da gab es nichts anderes für mich, da war es auch egal, ob das Samstag, Sonntag war, ich habe das einfach komplett durchgezogen. Genau, also man muss halt drauf verzichten, ob man das jetzt auf so einem extremen Weg macht, wie ich das gegangen bin, weiß ich jetzt nicht, ob man das so machen muss, aber auf jeden Fall braucht man die Disziplin dazu. Ja, wahre Worte. Also wir merken das auch immer wieder, das kann ich auch nochmal wiedergeben. Ich kann es auch nur bestätigen, dass wirklich da draußen unglaubliches Potenzial in vielen Menschen auch schlummert, wirklich, und sie wirkliche Experten sind auf ihrem Gebiet, aber leider natürlich die PS einfach nicht auf die Straße bringen, wie du es so schon diesen Autovergleich vorhin schon gebracht hast. Es reicht dann einfach nur zum Fiat, hattest du Fiat gesagt? Ich glaube Fiat. Und leider halt der Mercedes, da fehlen einfach nochmal locker ein paar PS für. Und dann natürlich diese sogenannte Komfortzone. Ich hoffe, ich glaube, ich denke, das sind natürlich auch Wörter, mit denen man so nicht wachsen kann. Und diese Disziplin, glaube ich, ist einfach eine Sache,
Will ich das wirklich? Bin ich bereit, auch diesen Preis für den Erfolg zu bezahlen? Und vor allen Dingen bin ich auch bereit, ja, Kompromisse einzugehen in meinem Privatleben, in meiner Freizeit, und auch diesen Preis für den Erfolg zu bezahlen. Ich denke, nichts auf dieser Welt ist kostenlos und wir bezahlen immer einen Preis für alles, wo wir hinwollen. Also Das das ist natürlich, definitiv. ja, genau. Gibt es denn irgendwas, wo du besondere Herausforderungen hattest? Gab es einen Punkt in deinem Leben, wo du gesagt hast, so, okay, ich stehe jetzt hier vor so einem Scheideweg und ich habe irgendwie das Gefühl, oder ich weiß, dass das jetzt ein harter Weg werden wird. Also eine richtige sogenannte Herausforderung, wie viele es ja mal nennen. Ich habe jeden Tag Herausforderungen. Ich habe auch jetzt Herausforderungen. Und selbst wenn du nur diese Herausforderungen hast, jeden Tag die Disziplin wieder an den Tag zu legen, die du am letzten Tag hattest. Also wichtig ist eigentlich nur, dass du besser bist als der gestrige Tag. So, selbst wenn du mal 2, 3 Wochen eine schlechte Phase hast, dann musst du dich schnell fangen und einfach weitermachen. Ja. Und ansonsten stehe ich regelmäßig vor Herausforderungen, aber das mache ich auch bewusst, weil ich dadurch wachse. Dann gibt es natürlich die Punkte, an welcher Herausforderung stehst du? Ja, ist es dabei, keine Ahnung, ein Angebot zu finden, was die Kunden brauchen? Ja, oder ist es dabei, Konstante im Monat zu halten, jetzt vielleicht für andere Unternehmen vom finanziellen her? Also das gibt ja verschiedene Faktoren, aber nichtsdestotrotz ist dann halt immer die Frage, kriege ich das relativ schnell gelöst? Wenn ich es nicht relativ schnell gelöst bekomme, wer ist ein Experte in diesem einzelnen Baustein? Wo kann ich mich oder was kann ich investieren, um da einfach schneller, ja, das schneller zu schaffen, zu erreichen? Weil das Ding ist, viele sagen, okay, ich probiere lieber aus, aber sehen dann natürlich, okay, jetzt spare ich halt mal 5, 10, 20, 30, 40.000 Euro. Aber zum Schluss sehen die nicht, dass die 2, 3 Monate vergeuden und in diesen 2, 3 Monaten einfach viel, viel mehr erreicht haben könnten. So. Und das ist halt eben auch so ein Punkt, den ich einfach nicht verstehe. Natürlich, wenn man im selbstständigen Bereich tätig ist oder als Unternehmer, man muss gewisse Risiken eingehen, ganz klar. Aber man muss halt immer unterscheiden, hole ich mir Hilfe? Oder halt nicht. Man muss nicht in jedem Bereich Experte sein, aber man muss sich zu wissen oder wissen, wie man sich Hilfe sucht. Vor allem, um das einfach schnell zu erreichen. Weil keiner will irgendwo 3 Monate verschwenden und dadurch einfach Summe XY aus dem Fenster zu schmeißen. Ja, vor allen Dingen, weil Zeit ja auch Geld ist, ne? Ja, eben. Also investiere ich jetzt 3, 4, 5 Monate oder investiere ich jetzt meine Summe? So, aber hab's dadurch dann in 2 Wochen gelöst. Absolut. Du hattest jetzt vorhin ein Stichwort genannt, und zwar das Stichwort probieren. So. Und das Wort probieren ist ja für viele Frauen, aber so auch so wie Männer, ein sehr geläufiges Wort in der Selbstständigkeit. Also ich probiere das jetzt mal und wenn es dann nicht funktioniert, dann gehe ich einfach zum nächsten Punkt und versuche das mal. So, das hast du aber auch schon mal im Laufe der Selbstständigkeit einfach mitbekommen, auch wenn du mit vielen Unternehmern gesprochen hast. Wir probieren das jetzt mal. Wie stehst du Ja. generell zu diesem Wort, ich probiere oder versuche etwas? Also man kann Dinge probieren, ganz klar, aber ich glaube, dass Probieren eher dazu führt, wenn man nicht weiß, was man zu 100% will. Ja, also wenn du nicht zu 100% ein Angebot hast, dann kannst du im Endeffekt alles probieren und kannst sagen, okay, gefällt mir das, gefällt mir die Dienstleistung oder will ich was ganz anderes machen. Aber wenn du weißt, was du willst, dann solltest du schnellstmöglichst aufhören zu probieren, weil im Endeffekt du einfach nur Zeit verschwendest und in 3 oder 4 Monaten am selben Punkt stehst wie jetzt. Also lieber Geld investieren, sich einen Experten suchen und da wirklich dann sagen, okay, ich investiere jetzt da mal eine Summe, aber ich schaffe dadurch halt Ziel XY einfach schneller. Ja, das ist halt ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Aber viele haben halt lieber die paar Mark oder die paar Euro dann auf dem Konto, anstatt sinnvoll das Ganze zu investieren und drüber nachzudenken, hey Mensch, ich investiere das, aber ich habe dann in 2 Monaten einfach das Zehnfache drauf oder das Zweifache drauf. Ja. Ist ja alles möglich. Kommt immer darauf an, auf was für einen Punkt man ist gerade in der Selbstständigkeit oder unternehmerisch.
Ja. Plus das Lehrgeld, was man auch noch dafür bezahlen muss, wenn man zu lange Eben. rumeiert. Ja, jeder hat diesen Punkt erreicht. Jeder hat auch mal irgendwo Geld aus dem Fenster geschmissen oder Zeit oder wie auch immer. Aber das ist ja auch alles kein Misserfolg oder kein Fehler. Aber ein Fehler wird es halt erst, wenn ich das immer wieder mache. Also wenn ich immer wieder Dinge selber probiere oder nichts abgeben kann. Oder das sind dann Fehler, die dich wirklich zum Scheitern bringen in dem Fall oder die dann einfach dafür sorgen, dass du an dem Punkt bleibst, wo du jetzt gerade bist. Thema Investition. Du hast es jetzt sehr, sehr, sehr oft gesagt. Was ist denn überhaupt aus deiner Sicht eine Investition wert und wann hast du auch in deinem Leben angefangen zu investieren? Also ich habe schon relativ früh angefangen, ich glaube schon mit Anfang 20 damals wirklich angefangen zu investieren. Da war es halt oftmals nur Bücher oder irgendwelche Seminare, wo man einfach hingeht. Aber das hat mir dann irgendwann nicht gereicht, weil das immer nur so dieses Allgemeine drumherum war, aber es war halt nicht spezialisiert auf mich so. Und dann gab es natürlich auch Punkte, wo ich mir Unterstützung gesucht habe, und da einfach auch investiert habe. So. Und da ist auch bis hin zum mittleren fünfstelligen Bereich ist alles dabei, ja. Aber das ist auch völlig okay. So, weil du hast nur diese eine Chance. So, entweder zahle ich die Zeit oder ich investiere das Geld. Aber auch für die Zuhörer hier, wir sind hier in Deutschland und wenn man fällt, fällt man noch relativ weich. Ja, es gibt viele ausländische Freunde von mir, die das auch immer wieder bestätigen und die sagen: Ey Mensch, schau mal, bei uns im Land ist das so und so oder auch in der USA, wenn du da fällst, dann fällst du, du bist auf der Straße. So. Aber wir Deutschen haben uns anscheinend angewöhnt zu meckern, obwohl es uns gut geht. Die meisten haben ein Dach über dem Kopf, die meisten sind gesund, ja. Und trotz dessen meckern die rum, weil es in der Selbstständigkeit mal nicht funktioniert. Also no front, das kann auch mal 2 Monate scheiße laufen. Du kannst auch von mir aus 2 Monate oder 3 Monate jetzt einfach mal kein Geld verdienen, ja. Aber nichtsdestotrotz, das hat vielleicht auch schon jeder mal irgendwo durch oder jeder hat schwierige Zeiten. Aber auch da sollte man drüber nachdenken, warum man das macht. So, und dann muss man halt schauen, investiere ich Geld, um Lösungen oder um Probleme zu lösen, um die Probleme zu lösen, oder halt eben nicht. Das sind halt eben diese Faktoren. Aber viele, weiß ich nicht, haben lieber weniger oder das Geld auf dem Konto, weil sie dann wissen, ich kann noch ein Jahr über die Runden kommen. Aber warum bist du, dann würde ich mich fragen, warum bist du selbstständig? Warum bist du Unternehmer geworden, wenn du kein Risiko eingehen kannst? Und dazu gehört halt auch investieren. So. Aber nichtsdestotrotz, selbst wenn du die Investition zahlst und du bist dann nicht mehr zahlungsfähig, sind wir in Deutschland und du fällst ja nicht auf die Schnauze und sagen dann so, ja, du lebst ab heute unter der Brücke. Absolut. Also man muss ja auch mal das Schlimmste sich ausmalen. Und das wäre im Endeffekt das Schlimmste, dass man mal eine kurze Zeit vom Staat lebt. Aber nichtsdestotrotz ist das wieder ein Punkt, wo du besser dastehst als jemand in der USA, der einfach komplett auf der Straße ist und gar nichts hat. So, also selbst, es gibt ja auch viele erfolgreiche Menschen, die schon Millionen hatten, dann sind die in die Millionen ins Minus gegangen und haben sich da wieder rausgearbeitet. Also es ist ja einfach nur das Innere von dir. Was willst du und wie stehst du wirklich dahinter? Vor allen Dingen, was wäre die Konsequenz, es nicht zu tun, also Ja, gar nichts zu eben. tun? Ja, eben. Willst du dein bisheriges Leben so fortführen oder willst du es wenigstens versuchen und Schritte gehen, die andere nicht gehen, aber du kannst dann immer noch mit 70 sagen, hey Mensch, ich habe 100% gegeben, es hat nicht geklappt, aber ich habe 100% gegeben, ich kann 100% stolz auf mich sein, anstatt zu sagen, weil das ist auch das Schlimmste, glaube ich, wenn du dann mit 70, 80 irgendwo bist und dann sagst, ja, hätte ich damals mal das und das gemacht. Das will ich nie haben. Ja. So. Ja, klingt natürlich auch immer so ein bisschen gefrustet und man denkt sich natürlich immer, okay, warum hast du denn nicht? Dann müsstest du heute nicht dastehen, wo du jetzt stehst, mit diesen Gedanken. Ja, klar. Ja. Aber wenn man nur in der Vergangenheit rumstochert, dann Wird's bringt nichts. sich das halt auch nicht weiter. So.
Hätte ich damals in der Schule mehr aufgepasst, würde es mir jetzt auch nicht anders gehen, weil ich habe mich ja für den Weg entschieden. So, ich habe auch keinen, ich habe eine normale Regelschule, so, fertig. Aber ich habe mich damals schon dafür bewusst entschieden. Ich möchte Geld verdienen. Damals wusste ich halt noch nicht mit was, aber das war ein bewusster Weg, weil die Noten haben gestimmt für ein Studium. Habe ich aber damals abgewählt oder einfach für mich nicht gemacht. Ja, ich glaube, solange man sich Alternativen freilässt und immer sich denkt, wenn, dann, dieses typische, wenn, Punkt, 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 eintritt, dann werde ich, dann mache ich, dieses typische, wenn die Sternkonstellation perfekt steht, wenn alles, alle Wege nach wo auch immer hindeuten, dann bin ich bereit, diesen Weg zu gehen. Und dieser perfekte Zeitpunkt, einen Weg zu gehen, der wird halt auch nicht kommen. Ich denke, man muss sich da einfach auch durch Erfahrungen, auch durch negative Erfahrungen hinarbeiten, damit man sich überhaupt dieses Ziel oder diesen Weg oder diese Ergebnisse auch überhaupt verdient. Denn es entsteht ja nur Erfolg oder Ergebnis auch durch Scheitern. Ja, sonst wäre man nicht dort, wo man heute ist. Also da hast du schon gerade sehr wichtige Worte gesagt. Da stimme ich dir absolut zu. Genauso, es fällt uns auch immer auf in der Beauty-Branche, dass viele halt immer in dieser Zukunft leben, wenn, dann bin ich bereit für, ich probiere das jetzt erstmal aus, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wo ich hin will, und wenn ich dann weiß, wo ich hin will, dann versucht man halt, also man raubt sich selber so viel Zeit, in der man glücklich sein könnte, und es aber dann tatsächlich nicht macht, weil man lieber in einer Situation verharrt, die letztendlich auch nicht unbedingt zufriedenstellend ist, die einen unglücklich macht. Was wir auch oft merken, dass diese Situation auch oft natürlich zu Erkrankungen, Panikattacken, psychischen Schäden führt und natürlich dann eine Aussicht auf Besserung tatsächlich komplett natürlich vernichtet worden ist durch dieses Verharren in dieser Situation auch, ne? Gerade wenn wir um dieses Thema gerade herumsprechen, denke ich, ist es einfach nochmal wichtig, das zu sagen, weil viele einfach auch natürlich darunter sehr leiden und sich denken, Mensch, warum bin ich so glücklich, unglücklich? Aber wenn, dann hätte ich immer noch eine Perspektive, diese Perspektive, ich könnte es vielleicht schaffen in der Zukunft, hält ja viele auch am Leben in ihrer Situation. Ja. Ich weiß nicht, ob du da auch schon Erfahrung mit gemacht hast, aber das hören wir zumindest sehr, sehr oft in unseren Beratungen, dieses wenn, dann. Vielleicht ist es aber auch nur ein Frauending. Kann natürlich auch sein, dass du jetzt zum Beispiel als Mann sagst, so, also ne, also als Männer, die haben solche Gedanken nicht. Wie hast du die Erfahrung gemacht? Gibt es generell in der Selbstständigkeit, auch mit den Firmen, mit denen du arbeitest, auch mit den Geschäftsleuten, mit denen du arbeitest, Geschäftsinhabern, Marketingabteilungen, gibt es da Unterschiede zwischen Frauen und Männern in der Selbstständigkeit, aber zum Beispiel auch generell? Nee. Also jeder hat da so seine Ecken und Kanten. Ich persönlich arbeite lieber mit Frauen zusammen, weil ich einfach feststelle, dass auch in der Beauty-Branche, dass ich mich da oftmals besser aufgehoben fühle, beziehungsweise besser verstanden fühle, weil wir haben hier, also ich habe ja hier das Team, so, aber trotz dessen setze ich ja hinten im Studio noch einiges um, also sehr, sehr viel sogar, und das wissen auch meine Kunden. Aber auch da habe ich halt eben festgestellt, Frauen gehen öfters mal neue Wege und Männer sind so, nee, Punkt, habe ich 30 Jahre so gemacht, das bleibt jetzt alles so, wie es ist. So, ja. Ob das stur ist oder ob die sich dann vielleicht angegriffen fühlen, weil ein junger Mann da irgendwas anders sieht, das würde ich jetzt einfach so in den Raum stellen. Aber nichtsdestotrotz gibt es da keine großen Unterschiede, weil ich glaube, jede Person da wirklich immer individuell ist. Habe aber festgestellt, dass in der Beauty-Branche natürlich, habe ich da bewusst auch mehr mit Frauen zu tun, weil die einfach auch, oder weil ich einfach glaube, dass mehr Frauen sich auch in diesem Bereich ausbreiten als Männer. Ja? Ja. Außer es ist halt ein Familienunternehmen, dann sind oftmals auch die Männer da. Oder bei den Geschäftsführern ist es dann auch oft so, dass wenn es Frauen sind, dass die Männer einfach nur so im Background sind, das auch schon alles da gewesen. Aber prinzipiell ist mir das eigentlich egal, ob ich mit einer Frau oder mit einem Mann spreche. Zum Schluss zählt eigentlich das Mindset und wo die halt sich wirklich sehen und was sie erreichen wollen. Und da kann man meines Erachtens nicht Frau oder Mann einfach unterscheiden. Ich würde das einfach so festhalten, dass es da einfach auf den Menschen allgemein ankommt, auf den Typ von der Art her, würde das aber jetzt nicht vom Geschlecht her unterscheiden.
Okay. Lieber Maximilian, wo findet man dich jetzt? Wenn man jetzt sagen will, Mensch, das klang jetzt wirklich interessant, das waren jetzt wirklich tolle Aspekte, ich brauche Fotos, ich benötige Unterstützung mit Image-Dingen. Wo kann man dich finden? Wo kann ich mich über dich informieren? Also informieren kann man mich oder sich natürlich auf unserer Homepage bei mechlersart.com oder .de. Es gibt beides. Ansonsten natürlich auch auf Instagram. Mhm. Das sind jetzt so die zwei Hauptpunkte, wo man uns findet. Mhm. Genau. Okay. Wir werden auf jeden Fall die Links auch nochmal in die Shownotes packen. Also wer sich da über Maximilian Mechler informieren möchte und da einfach mal durchstöbern möchte, kann da einfach reinschauen, kann da gerne einfach mal über die Webseite, über die Social Media, kann dir drüber schauen. Wie gesagt, du hast ja auch verschiedene Informationsplattformen, nutzt ja auch sehr viel. Und ich bedanke mich auf jeden Fall für dieses ausführliche Interview, für die wertvollen Aspekte, die du uns hier gegeben hast. Einmal natürlich in deine persönliche Entwicklung, genauso gut, aber natürlich in deine geschäftlichen Entscheidungen, wie du dich entwickelt hast, wie du das siehst, woran du gewachsen bist. Ich denke, das inspiriert hier viele unserer Hörer. Genau. Ja, uns gibt es natürlich noch auf YouTube, also schaut gerne bei YouTube vorbei. Wir haben hier diesen Podcast. Gerne auch ein Feedback nochmal in die Kommentare, da würden wir uns sehr drüber freuen. Wir haben Social-Media-Kanäle und ich freue mich auf jeden Fall auf eine neue Folge, die Beauty-Experten. Vielen Dank, Maximilian, dass du da warst nochmal. Dankeschön, dass ich da sein durfte.